long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Alter, ich habe so lange in diesem Tonding geschlafen. Schaut einfach aus wie eine Vase. So, an der Stelle nochmal, ne? YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Enshrouded mit Domi. Hallo. Können wir uns schlagen? Nee, leider nicht. Fuck. Hast du okay, Intro alles verstanden? Das ist scheiße. Hast du Intro alles verstanden? Hast du aufgepasst? Ich habe aufgepasst, ja. Sehr gut. Sesam, öffne dich. Ich, schau mal her, ich bin hier in der Treppe, Alter. Ja, ich bin hier komplett in der Stufe. Ich habe praktisch keine Füße, ich habe bloß so Beinstumpen. Aber es sieht aus, als hätte ich Socken an. Mit der Flamme kommunizieren. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen. Verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Nee. Wollen wir den einfach hier drin bauen? Scheiß auf die Welt da draußen. Boah, ist hell, Alter. Ich mag keine Helligkeit. Ja, komm, nee, lass drin bleiben. Wir wohnen jetzt hier. Altbest ist unser Zuhause hier. Wäre eigentlich lustig, ne? Oh jo, Alter. Das sieht richtig geil aus. Ich meine, aktuell sind wir sowieso noch so im Tutorial-Gebiet. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckungen im Auge zu behalten. Ich drück mal I. Das ist keine Karte. Das ist mein Inventar. Drück M. Da stand I. Ebene für erste Basis. Was ich mich frage, ich habe ja praktisch bis zu dieser ersten Basis schon mal so ein bisschen rumgeguckt. Muss ich wirklich in diesem angegebenen Gebiet meine Basis bauen? Also unsere Basis? Oder können wir einfach irgendwo hin? Oh. Kann ich runterfahren? Das wäre nicht gut, ne? Ich weiß nicht, irgendwie will ich es ausprobieren. Liest du oder ich? Kannst du das Buch gerade auch lesen? Oder geht das nicht? Wir können es beide lesen. Ja, weil ich lese gerade nämlich. Gut, dann, du darfst auch gerne vorlesen, wenn du möchtest. Das war jetzt so. Ja, alles gut, ich kann nicht lesen. Okay. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer. Schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Forschungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren. Nach Antworten suchen. Nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Kaspar, Melchior und... Balthasar!
Hast du auch so Thrombosenstrümpfe an? Ja, ja, freilich, klar. Aber das ist auch Thrombose halt. Ja, ja, klar. Ich hab's einfach aufgetreten. Du trittst generell alles auf, das ist voll geil. Hier liegen noch Bandagen. Ich habe noch eine genommen, nimm du die andere. Jo. Geil. Was hast du jetzt genommen? Was war in der Kiste drin? Ich hab's gar nicht gesehen. Nochmal eine Bandage und eine Fackel, aber hier liegt noch eine Fackel. Ich kann hier eine Gönn Fackel. Dir. Hier nehme ich die mal mit. Ich gönn mir, das Ding einfach. Da kannst du mit E halten. Also man kann Scheiße wegschmeißen. Links oder rechts, scheißegal, habt ihr Vollgas. Ich meine, hier gibt's wieder so Tutorial-mäßig. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Hier sind nämlich Handgranaten. Okay, die brauchen wir hier auch. Warte mal, ich komme hier hoch. Ah, ja, ich habe hier auch welche. Bam. Schau mal, das finde ich nämlich an dem Spiel so geil. Du kannst halt gefühlt alles abbauen und hier einfach Handgranaten werfen. Bam. Und dann kannst du hier durch. Ah, okay, gut. Ja. Ach, der klettert. Okay, gut. So, und das Geile ist, ich kann dir nämlich auch Sachen geben. Wenn ich jetzt in meinen Rucksack schaue, ich habe das oder das. Was fühlst du mehr? Fühlst du eine Streitaxt oder ein Schwert mehr? Ich fühle tatsächlich ein Schwert mehr. Aber du gibst mir das einfach, was du hast. Ich habe halt beides. Deshalb wollte ich dich... Rostiges Schwert. Dann nehme ich nämlich die Streitaxt. Ist ja eh nur für den Anfang. Okay, ich kann mich decken. Jupp, das macht du kannst ja alles abbauen und schön Holz und so ein Scheiß, also alles. Ich würde sagen, grundsätzlich nehmen wir eh immer alles mit, oder? Auf jeden Fall irgendwann kaputt, ne? Ja, ja. Das sehe ich gerade. Aber die kannst du einfach reparieren. Und hier ist nochmal ein Buch. Ups. Oder eine Erlangs. Ja, willst du das komm Buch zusammen, verlesen? Wir trinken. Ach komm, das ist ein Buch, das ist ein Lied. Ich sing nicht. Ich bin heiser. Okay, das. Schliff jetzt los. Ach, und du musst mit E übrigens dann plündern, ne? Das Holz. Ja, ja, das weiß ich schon, aber okay. Das Holz, okay. Ich habe das Holz auf dem Boden nicht gesehen. Ich glaube zum Beispiel, die Axt macht hier an der Umgebung mehr Schaden als das Schwert. Aber ist jetzt aktuell mal Wurst. Ja. Geht's oder soll ich noch eine Granate werfen? Ich bin doch da gerade durchgekommen. Geh mal einen Schritt zurück. Aus Sicherheitsgründen. Komm immer nicht durch, ja? Ich bin fett. Hier gibt es halt mega viele Wege. Da hinten kommst du auch noch runter. Ja, ich. Ja. Ich wollte die Leiter nehmen, wie zivilisierte Menschen. Die wir eigentlich sowieso nicht sind. Du kannst auch in die Truhe. Okay, dann mache ich die Truhe mal auf. Okay, ich habe noch eine Fackel gefunden. Und eine Bandage. Okay, nehme ich natürlich mit. Das ist und das Geile ist, wir können beide an die Fackel Truhe. Weiter. Und wir sehen es auch beide. Ist dein. Nee, sah bloß aus. Ich dachte gerade, da ist noch was. Okay, jetzt kommen auch die ersten Gegner. Ja. Verrat doch nicht, aber ich habe das Spiel noch nie gezockt. Ja, wie gesagt, bloß die nächsten gefühlt 2 Minuten habe ich gespielt. Danach weiß ich auch nicht. Es wäre schön, wenn du mir sagen könntest, ob man Fallschaden sterben kann. Aber grundsätzlich ja. Du kannst bestimmt am Fallschaden sterben, ja. Grundsätzlich ja. Wollen wir es kurz so machen, dass einer die Fackel hält und einer eine Waffe, weil es ist halt saudunkel. Das soll ich mit meinem Schwert? Wäre fast am besten, oder? Vom Damage sind sie, glaube ich, beide gleich. Ich gucke hier nochmal, hier ist noch eine Fackel. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Jasma zu widerstehen, aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem entkommen, um deine maximale Zeit im Jasma aufzufüllen. Also es ist praktisch so Giftgasmäßig. Und da können wir nicht ewig drin bleiben. Siehst jetzt schon, hast oben so einen Countdown. Drücke Tab, um deine Gegner ins Visier zu nehmen und Steuerung, um auszuweichen.
Was ist das hier? Okay, schlag die Dinger nicht kaputt. Das ist einfach tödlich, ist mir erstmal. Ja, ich bin schlau. Oh, ich habe mich hingesetzt. Wie? Ich hab mich hingesetzt mit. Mit X? Ah, da. Okay, da regenerierst du deine Ausdauer, oder? Ich glaube zumindest schneller als im Stehen. Da vorne ist der erste Gegner. Aber hier ist eigentlich schon wieder hell, ne? Hier braucht man, glaube ich, keine Fackel, oder? Hier sind eh zwei Gegner. Hier ist. Du hast ganz schön kassiert. Du hast nur noch halbes Leben. Wärme kommt vor. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe einmal daneben geschlagen. Ah, ist schlecht. Ich bin von dir Besseres gewohnt, Tommy. Okay, ich habe aus irgendeinem Grund gerade ein Rezept bekommen für Dietrich. Warum nicht Heinrich? Fällst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Das sind praktisch so Safe-Spots, glaube ich. Warte mal, wenn wir sowieso hier wiederbelebt werden... Aber diesen 100 Metern hast du auf jeden Fall dieses... Dieser Kahoon mal falsch an ausprobieren, ne? Ja, ich wollte nämlich gerade dasselbe sagen, aber... Nee, reicht nicht. Okay, suchen wir Aufstieg, sehr schön. Hör ich noch nicht. Ach doch, jetzt. Fähigkeitspunkt Blutwacht. Das ist eine Schmiede, oder? Bitte? Was in der Spiel? Gibt es hier Schmiede in der Spiel? Ja, wir werden uns selber eine bauen. Ach so, okay. Im Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe. Und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Ich werde es morgen sowas von bereuen, dass ich jetzt alles vorlese. Und ich glaube, da dieser komische rote Schimmer, da sollen wir halt uns offiziell niederlassen. Ich habe bloß keine Ahnung, ob ich das will. Oh, ein Hase. Oder sowas ähnliches. Okay, ich habe hier einen Brunnen gefunden, auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ich habe hier sehr viel Holz. Holzscheite, wofür auch immer wir die brauchen. Okay, ich habe jetzt 5 Wasserkannen. Ist das ein zweiter Slot? Nee, geht noch. Interagiere mit Lagerfeuer, um Essen zu kochen, oder setze dich mit X in der Nähe, um ausgeruht zu werden. Ich setze mich ans Lagerfeuer hier. Ach, schön. Ich schöpfe jetzt einfach mal ein bisschen Wasser, dass wir einfach was haben. Klar. Okay, mehr als 15 geht auf jeden Fall nicht. Ich klaue hier Fleisch. Ich meine, dass der Brunnen dann erstmal leer ist. Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Trink es, um deine Ausdauer zu verbessern. Und ich meine, der Brunnen ist dann irgendwann leer. Ah, okay, gut. Aber der füllt sich wieder auf. Hier hinten ist schon wieder was zu lesen. Ein erholsamer Schlaf. Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen. Aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. Unter dem Bett? Meint er das, was hier gerade lag, oder wirklich unter dem Bett? Also ich habe hier war ein Dietrich drin. Ja. Geil. Hinter Bett war halt wirklich schon wieder Fleisch. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alles looten, oder? Wir nehmen mit, was wir können. Warum habe ich diesen Dietrich nicht einstecken? Metallschrott? Schwert, Fackel? Muss ich den auf... Hä? Hast du einstecken? Nein. Vielleicht wird er es angezeigt, wenn du einen brauchst. Keine Ahnung. Aber wir können zur Not ja auch welche herstellen. Das Rezept haben wir zumindest schon freigeschaltet.
Garn. Oh, hier ist mir erstmal. Noch Gegner? Jo. Der hat aber schon mehr ausgehalten. Oh, da kommt noch einer. Sind da den hier mal? Okay. Stofffetzen nehmen. Was ist das? Okay, ich hab Miasma-Sporen gefunden. Hab ich auch. Sturz ins Verderben. Seltsame Energie. Wir blieben hoffnungsvoll, wühlten uns durch die Trümmer und flüsterten Gebete zu den Erbauern. Immer mit einem wachsamen Auge gen Horizont. Selbst in diesem entlegensten Winkel der Welt droht das Miasma uns zu verschlingen und uns jede Hoffnung zu nehmen. Selbst als sich die Luft durch diese verfluchten Nebel verdichtete, kämpften wir weiter. Als die Brände am Horizont wüteten und Asche wie Schnee auf die Heulspitze fiel, hielten wir durch. Was ist die Heulspitze? Möge diese heimatletzte Wacht der Glut uns in ein leuchtendes Zeitalter geleiten. Ich kann nicht mehr lesen. Ich muss, glaube ich, auch mal was trinken. Hier ist ein Keller. Oh, okay. Ich habe gedacht, es wäre ein Loch. Warte mal, ich mache mal Fackel. Ich nehme die Fackel in die Hand und ich höre Gegner. Irgendwo. Ja, ich auch. Oh, ich habe inzwischen auch noch ein Schwert da zubekommen. Rostiges Kurzschwert. Achso, nee, das ist hier diese komische Gammel-Ding. What the fuck? Das bewegt sich doch, ne? Ja, aber schlag. Wir sollten das nicht schlagen. Oh, dahinter ist eine Kiste. Hier braucht man Dietrich. Da ist der Mann, Alter. Wo ist der? Sicher, dass, ja, sicher, dass du den bekommen hast und nicht, dass du nur das Rezept bekommen hast? Kann natürlich auch sein, dass ich Rezept stehen darf. Warte mal, Handwerk? Ja, ja, leck mich. Dietrich. Ich könnte Dietrich herstellen. Habe ich mal gemacht? Ja, ja, okay, gut. Das ist Metallschrott. Ja, hast du einen? Ja. Okay, dann brauche ich keinen. Ein Heiltrank. Ich bin jetzt bei der Leuchte hier einfach. Aber ich höre ja auch noch irgendwas. Das ist voll gruselig. Über uns ist das, oder? Ja, weiß ich nicht. Und wir müssen halt schauen, weil wir müssen demnächst auch mal aus dem Miasma wieder raus. Ich meine, wir sind ja nicht tief drin, also. Miasma, Achtung, okay. Dann füllt sich das ja auch wieder auf. Vielleicht sollten wir auch erstmal ein bisschen dem Tutorial folgen. Warum liegt hier eine tote Ziege? Hast du das? Nee. Oh, fuck. Boah, jetzt weiß ich, was er geheult hat. Seine Mutter. Wo ist die Ziege hin? Die habe ich geplündert. Achso, hast du schon geplündert. Okay. Ich nehme alles mit, was ich sehe. Ich gebe dir mal den Heiltrank. Okay, das ist Wasser. Okay, gut, dankeschön. Gerne. Wie gebe ich das? Wenn du im Inventar bist, mit Rechtsklick auf irgendwas und dann auf Schenken. Dann kannst du auch, glaube ich, noch die Menge eingeben. Ah, okay, gut. Okay, alles klar. Hab ich das auch schon gemacht. Du musst halt bloß nah genug dran sein. Jetzt mal. Was ist denn? Schaut aus wie Erz. Wie Eisen. Eisenerz, irgendwie sowas. Ja, könnte oder könnte auch Kupfer sein. Aber ich glaube, dafür brauchen wir eine Spitzhacke. Müssen wir den Stab. Kann ich den aus dem Bett rufen, Alter? Ja. Rein theoretisch können wir alles wegmachen. Aber nimm dafür vielleicht doch eher eine Waffe.
glaube ich, ja, aber ich will halt mein Schwert direkt kaputt machen. Ja, das reparieren wir schon irgendwie. Ich habe zur Not noch eins. Ich habe noch eins gefunden. Da unten ist ein Wolf. Was kam bei den Wolfsplündern raus? Kam da irgendwie Fleisch, ja. Wir haben Fleisch bekommen, so Rippchen und ich meine ein Fell. Warte, würde ich. Ach, der kommt sowieso. Der kommt sowieso. Wo? Hier unten ist er. Ja, na komm her, Wolfgang. Ja, sehr schön. Ach, hast du jetzt genommen? Ich bin der schnellste Looter überhaupt. Wollen wir mal da vorne den roten Schimmer, weil ich glaube, da sind wir sowieso hin. Ja, wir gehen da mal hin. Jo. 60 Meter bei mir. Ah, was uns da erwartet, weil es wird irgendwie dunkel. Ich finde die Grafik halt auch voll geil, ne? Ja, ja, es fetzt mega. Echt cool. Und ich glaube, es wird sehr dunkel. Wenn man da mal drin ist, dann passt es. Ja, wir sollen jetzt einen Flammenaltar bauen. Ist nur die Frage, wollen wir den... Also wir können später noch mehr bauen. Wollen wir den hier hinbauen oder ja, wir bauen langfristig halt wegziehen? Hier ist doch... Nee, wir bauen hier hin, hier haben wir doch schön Platz, oder? Ja, ne? Ich sag bloß, wir können ja... Rein theoretisch können wir später immer noch... Mal Bild, Bild war M, ne? Genau, rein theoretisch können wir später immer noch wegziehen. Weil die Map ist unheimlich groß. Und das ist auch wir zwei Inventare. Eine kleine Basis brauchen wir ja sowieso mal. So, hier sind wir zu Hause. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem miasmaerfüllten Tal. Aha, aha. Wir können den Altar aufwerten. Und ich glaube, mit allen Sachen, die wir so sammeln, kriegen wir halt neue Rezepte freigeschaltet. Wie es halt überall so ist, das da hinten ist ein Baum, der sich bewegt. Ja, ja. Spitzhacke. Wir brauchen. Okay, ich brauche 8 Äste. Ich gehe mal kurz 8 Äste holen, weil dann kann ich uns beiden eine Spitzhacke machen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Miasma-Seele, um das auszuweiten. Und hier ist noch ein Wolf. Harzknochen. Okay, gut. Hier war noch ein Wolf. Ja, ich komme aus der Tier. Ja, der ist schon weg. Der, ich sagte, da war ein Wolf. Wo kriege ich denn Äste? Das hier ist ja alles, glaube ich, nur Holz, oder? Holzscheite, Holzscheite, Holzscheite. Wie kriege ich Äste? Ups. Alter, hier ist ein Krater. Jo, Mann. Wie kriege ich Äste? Durch so Büsche, dachte ich. Aber da kriege ich nichts. Durch so einen Zaun. Holzscheite. Das sind alles Holzscheite. Ah, okay. Pflanzenfaser. Ich will mehr Äste. Hält der Baum aus, hätte ich gesagt, aber. Der hält mega viel aus. Domi, wir haben Besuch. Ja. Hier sind zwei so Verrottende. Okay, es sind drei. Okay, ja, ja, ich komm, ich bin da. Da hinten Richtung ja, Nordosten ist noch einer. Ich finde das voll geil. Noch mehr Äste, noch mehr Äste. Zwei noch. Und ich glaube, ich mache trotzdem gleich wieder Musik an. Ist ein bisschen still.
Stelle einen einfachen Gegenstand her. Jo, habe ich gemacht. Ja. Was? Schau mal in dein Inventar. Ah, okay, gut. Ja. So, war das jetzt Eisen oder Kupfer? Kann ich einfach graben. Okay, krass. Und wo war das? Ich glaube, da hinten. Oder? Ach, okay, hier sehe ich mal unseren Bereich. Das ist auch schon mal ganz gut. Wo waren das jetzt nochmal? Und ich wollte Musik anmachen. Ja, beim. War das hier? Nee, hier war es nicht. Ich suche irgendwie auf ihn Behinderter. Das war irgend so ein kleiner Hügel bloß. Das war ja nichts Großes. Wo ist der? Ach, hier. Ich hab's. Ach, da, ja, genau. Feuerstein. Und der Rest ist Stein. Okay. Und wie ist das jetzt eigentlich mit den Skillpunkten, Fähigkeiten? Mhm. Okay, ich habe Gang geändert. Geil. So, okay, jetzt muss ich schauen, wie kriege ich hier auf Ausdauer. Ach, okay, das lädt sich. Okay, das lädt sich, die Ausdauer lädt sich so wieder auf. Ausdauer, Läufer. Okay, ich glaube, ich gehe mal hier. Das hier kannst du einfach sammeln, dann kriegst du auch Äste. Hilfe! Und ich meine, wir bräuchten irgendwie ein Häuschen, damit es ein bisschen gemütlicher ist für uns. Ich suche hier alles nochmal ein bisschen. Ein bisschen Baumenü oder so. V. Hast du Garn? Ah, okay. Beziehungsweise, wie viel Garn hast du denn? Ich habe. Ach, passt schon, ich kann Garn herstellen. Soll ich dir mal das nächste auch noch geben, mein Garn? Nee, ich habe das bloß hier für die Werkbank gebraucht. Was können wir jetzt hier machen? Oh, hier können wir unsere Sachen reparieren. Und das hier hätte ich gern. Miasmaholz. Metallschrott. Es gibt nämlich noch Greifhaken und Gleiter. Und den Gleiter hätte ich voll gern. Der Greifhaken ist mir erstmal wurscht. Ah, okay, ich habe einen Bauhammer. Aber dafür müssen wir ins Miasma und ja. Warte mal ganz kurz. Ich muss hier mein Inventar ein bisschen. Ein bisschen umsortieren, fühle ich. Das muss da hoch. Ja, Unordnung ist immer scheiße. Ja. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir. So, ich habe nicht mehr. Ah, ich habe nicht an mehr. An das Slots. Ding gehen. Ist einfach alles repariert. So, das ist mir so werkzeugmäßig. Essen. Das Inventar ist halt momentan noch mies klein, ne? Noch mehr Äste. Och Mann. Also wir brauchen mal Lagerfeuer auf kleines, ne? Jo, ich schau mal, wo Miasmaholz am rumexistieren ist. So, okay. Ich trau mich ja eh noch nicht so weit. C war, X war hinsetzen, ne? Ja, gut. Aha, okay, da füllt was auf. Stofffetzen. Okay, ich habe hier noch einen Keller. Im Jasma, wo ich definitiv Licht bräuchte mit dir. Oder einen Kämpfer.
Dann komme ich zu dir quasi. Ja, das wäre cool. Ja. Hier drin. Komm. Komm nicht gerannt, ich komme normal gelaufen. Ja, gönn dir.